Holz zu heizen lohnt sich. Ist Holz wirklich billiger als Öl? Frau B., alleinerziehende Mutter in Holzingen, ist froh, mit billigem Holz heizen zu können. Holz ist schwieriger zu transportieren und benötigt für die Lagerung durch die geringere Energiedichte mehr Platz als fossile Energieträger. Dennoch kommen wir mit Holz besser weg, denn es kann in der Region produziert werden und ist im Vergleich zu Erdgas und Erdöl weitaus weniger problematisch zu lagern. Hinzu kommt, dass die Schweiz in Sachen Holz klar eine Führungsposition besitzt. Wir haben in der Schweiz mit ungefähr 360 Kubikmetern pro Hektar den größten Holzvorrat Europas, so Christoph Eschbacher, Direktor des Vereins Holzenergie Schweiz. Weiter meint er, bestehe in der Schweiz keine Gefahr der Übernutzung, da im Bundesgesetz über den Wald stehe, man dürfe nicht mehr Holz nutzen als nachwächst. Da fragt man sich, worauf warten wir noch? Lasst uns mit Brennholz feuern. Suchen Sie nach einer lukrativen Möglichkeit, Geld anzulegen? Einer Anlage, die nicht durch Risiken wie Kursänderungen gefährdet ist? Dann sollten Sie nun Ihre Ohren spitzen und sich auf eine etwas ungewohnte Anlage einstellen. Die Rede ist von der Investitionsmöglichkeit, in der Sie in die Wunder der Natur investieren können. In den Wald. Der Wald ist ein Ort des ewigen Wachstums und des Gewinns an Ressourcen. Finanzexperten in ganz Europa, wie zum Beispiel Matthias Knacke vom Aktionshaus Karhausen, empfehlen, in Wald zu investieren, um im Alter vorzusorgen. Herr Markwalder Kerstiens von der Miller Forst Investments AG spricht sogar von 10-11% Profit, die man mit Wald herausschlagen könne. Also beeilen Sie sich und schaffen Sie sich ein Stück Wald an, denn es gibt noch viele andere Interessenten, die Ihnen ein gutes Stück Wald wegschnappen könnten. Und wenn es dann soweit ist, können auch Sie sich zu den Glücklichen zählen, die von den Schätzen des Waldes profitieren. Wie Herr Martin Kaiser, Waldbesitzer im Schwarzwald. Dieser sagt, es sei beruhigend zu wissen, etwas in den Händen zu halten, was Hand und Fuß hat. Vor allem jetzt, wo die Strompreise steigen. Holzauto, nur ein Wettbewerb? Ein Auto aus Holz haben Studenten des Instituts für Computerart und Design in Halle geschaffen. Dies aber nicht für die Zukunft, sondern für EcoEmotion, einem von Shell gesponserten Autowettbewerb. Das futuristische Auto würde sich deutlich von seinen Kollegen abheben und wäre mit einem stromsparenden Brennstoffzellensystem vielleicht die Zukunft für die Autoindustrie und die Lösung, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Doch warum sponsert Treibstoffriese Shell einen Wettbewerb für Autos mit alternativen Brennstoffen? Dies würde ja eine Gewinneinbuße für Shell bedeuten. Das Fliegengewicht Auto blieb wohl auch deshalb laut dem Vorstandsvorsitzenden des Instituts für Computerart und Design, Bernd Hanisch, nur ein Mittel zum Zweck, denn es war nie geplant, dieses Auto zu produzieren. Vielleicht doch nur eine gesponserte Verhinderung von Elektroautos. Gesunde Wände. Mit der kombinierten Verwendung des Holzes als Grundstoff für Holzwände werden laut Diplom-Ingenieur Leopold Schaubel, Obmann der Pro Kärnten, ökologisch unerreichte Vorkommen genutzt. Die 30 bis 40 cm dicke Holzwand hilft Ihnen nicht nur Energieaufwand und Heizkosten maximal zu senken, es erspart sowohl verschwenderisches Lüften und stützt das Klimagleichgewicht. Durch die Atemtechnik der Wand wird gegen die damit verbundenen Krankheiten vorgebeugt. Damit lassen sich Risiken wie Atemwegserkrankungen, Infekte und Allergien deutlich vermindern. Ein ständiger Abtransport von verbrauchter Luft ist gewährleistet. Im Gegensatz zur Fensterlüftung hält die Wandlüftung die Energie, obwohl alle 4 Stunden verbrauchte Luft gegen frische ausgetauscht wird. Die Bildung von Kondenswasser bleibt aus und Schimmel wird vermieden. Selbst an den Oberflächen eines Passivhausfensters ist die Temperatur so hoch, dass kein schädliches Kondensat entsteht. Wollen Sie Ihre Freude verrotten lassen? Man kennt das Problem, dass Holz nach einiger Zeit fault und sich zersetzt. Gegenstände aus Holz müssen vor Witterungseinflüssen wie Nässe und UV-Strahlung geschützt werden, um Form und Eigenschaften zu bewahren. Durch die Poren, die das Holz hat,
kann es Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, jedoch führt zu viel Feuchtigkeit zum langsamen Tod des Holzes. Holz muss richtig geschützt und gepflegt werden, damit man lange daran Freude haben kann. Um auch lange an ihren holzigen Gegenständen Freude haben zu können, erfahren Sie nun, wie man Holz richtig schützt. Mit Ölen, Farben, Lasuren und Lacken kann man die Oberfläche des Holzes schützen. Diese Oberflächenbehandlungen bieten Schutz gegen UV-Strahlung und Witterung. Damit dieser Schutz gewährleistet ist, muss man immer wieder Kontrollen durchführen. Beispielsweise bei der Ölbehandlung muss man in wenigen Jahren immer wieder nachölen. Lassen Sie sich die Möglichkeit nicht entgehen, Ihr Holz und damit Ihre verbundene Freude zu bewahren. Weihnachtsgeschenk als Umweltgefährdung. Erinnern Sie sich an Ihre letzte Jugendzeit? Einen schönen, gemütlichen Abend mit der geschenkten Blockflöte und der ganzen Familie rundet die festliche Stimmung doch ab. Doch was passiert mit der Kunststoffflöte nach dem Flug in den Mistkübel? Die Blockflöte, welche aus Kunststoff besteht, ist biologisch nicht abbaubar und somit lagert sich das nicht verrottete Material auf der Erde ab. Doch die Lösung steht auch wie die Weihnachten vor der Tür. Das Arpophon, welches von zwei Erfindern aus dem Schwabenland entwickelt wurde, ist die Lösung der Zukunft. Aus dem formbaren Holz werden Krippenfiguren, Uhren, Spielzeuge, aber auch Mundstücke für Blockflöten hergestellt. Der Gewinner des Europäischen Erfinderpreises 2010, Jürgen Pfitzer, sagt: Arpophon besteht aus 100% aus nachwachsenden Rohstoffen und kann sich immer wieder erneuern. Durch diese Entwicklung können Sie beruhigt Ihren Enkelkindern eine Holzblockflöte schenken, ohne Bedenken an umweltgefährdende Ablagerungen auf der Welt. Warum Knüppel aus Holz? Dass Holz Schmerzen zufügen kann, hat wahrscheinlich schon jedes Kind erlebt. Sei es, dass man sein Knie an einem Holztisch angeschlagen hat oder dass ein Kollege ihn mit Holz geschlagen hat oder dass man sogar schon mal in einen Baum gelaufen ist. Warum sollte man darum aus Holz nicht eine Waffe herstellen? Dies dachten sich Leute schon vor tausenden Jahren. Deshalb benutzten die Leute einen Holzknüppel, um Tiere zu jagen und zu erlegen und auch um Angreifer abzuschrecken. Der Holzknüppel ist eine der ersten Nahkampfwaffen. Seinen Zweck erledigt der Holzknüppel auch heute noch. Da er günstig und selber herstellbar ist, kann man sich einfach und kostengünstig eine Waffe gegen Angreifer kaufen oder bauen. Dazu ist er leicht abbaubar, im Gegensatz zu einem künstlichen hergestellten Knüppel. Neue Holzbauweise im Trend. Immer mehr öffentliche und private Bauten werden in Holzbauweise erstellt. Weshalb ist dies so? Die Vorteile sind laut Fachleuten die kurze Bauzeit und das behagliche Wohnklima. Auch in Salzburg entsteht derzeit ein modernes Einfamilienhaus. Das Bauwerk wird in Holz-Elementbauweise erstellt. Die einzelnen Teile werden nach ausführlicher Planung im Werk vorgefertigt und dann vor Ort in kürzester Zeit montiert. In 4 Tagen ist das Haus fertiggestellt. Die Vorfertigung in der betriebseigenen Abbundhalle dauert ca. 2 Wochen, beschreibt Klaus Schmuck vom ausführenden Holzbaubetrieb. Die zukünftigen Eigentümer freuen sich auf ihr neues Heim, welches sie noch über viele Generationen weitervererben wollen. Bald ist Weihnachten. Die Menschen stellen ihre künstlichen Tannenbäume auf und nehmen ihre plastischen Krippenfiguren hervor. Doch wie umweltbelastend ist dieser Spaß, wenn diese Plastik nicht biologisch abbaubar ist? Nach mehr als 10 Jahren Forschung wurde ein Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Mit dem neu entwickelten Arpophon will die Firma Tecnaro die Umwelt durch einen ökologischen Plastik schonen. Der Bioplastik soll an möglichst vielen Orten verwendet werden. Bereits für Spielzeuge oder Armbanduhren
wird es verwendet. Aus dem ARPA-Fonds will die Firma Tecnaro weiterhin Krippenfiguren herstellen. Der Gewinner des Europäischen Erfinderpreises und zugleich Gewinner des ARPA-Fonds ist überzeugt vom Erfolg dieses Kunststoffes und bestätigt, ARPA-Fonds besteht zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen und kann sich immer wieder neu erneuern. Achtung, gefährliche Holzknüppel. Holzknüppel sind gefährliche Waffen. Immer wieder liest man Beiträge von Körperverletzungen mit Holzknüppeln. Vor wenigen Tagen wurde ein 24-Jähriger von einem Gericht zu einer Bewährungsstrafe von 16 Monaten und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Der Mann hatte innerhalb eines Jahres dreimal zugeschlagen, unter anderem mit einem Holzknüppel. Am 30. Oktober attackierte ein Räuber einen Mann mit einem Holzschlagstock und verletzte ihn dabei. Am 9. Oktober griff ein Zuschauer eines Fußballspiels den Torwart mit einem Holzknüppel an. Dem 76-jährigen Rentner wurde bereits ein Stadionverbot ausgesprochen. Solche Holzknüppel verursachen oftmals schwere Verletzungen und im schlimmsten Falle führen sie sogar zu tödlichen Verletzungen, wie die folgende Geschichte beweist. Im März 2002 griff ein Mann seine Freundin nach einem Streit an und prügelte diese mit einem Holzknüppel zu Tode. Deshalb ist es von Vorteil, wenn man Holzknüppel aus dem Weg geht. Heute baut man Hochhäuser aus Holz. Auf dem neuen Wiener Zentralbahnhof steht der höchste Holzturm Europas. So einen Ausblick bekommt man nicht alle Tage geboten, sagt Paul, der als einer der ersten die über 66 Meter hohe Aussichtsplattform betreten durfte. Der Projektkoordinator Sigi Herzog meint bescheiden: So ungewöhnlich ist der Turm gar nicht, wenn man ihn international vergleicht. In Hamburg, Berlin oder Paris sind solche Überblicksmöglichkeiten über Großbaustellen mittlerweile Standard. Der Trend geht immer weiter zu Holzbauten. Im österreichischen Kallmang steht ein Gewächshaus, dessen Gerüst komplett aus Holz ist. Es gehört der Lieco GmbH und Co. KG, die sich für eine nachhaltige Forstwirtschaft einsetzt. Durch die kurzen Bauzeiten und den ökologischen Wert des Materials ist Holz heutzutage das Top-Produkt auf dem Markt. Warum dieses Auto nie den Weg zu unserer Straße findet? Mit dem nicht gerade geräumigen NIOS Hydrokultur wollten Studenten des Instituts für Computer, Art und Design in Halle ein Auto der Zukunft aus mehrheitlich Holz schaffen. Mit diesem Auto gewannen die drei Fachhochschulen Giebichenstein Halle, HS Merseburg und Chemnitz den Shell Autodesk Award. Autos aus erneuerbaren Rohstoffen würden zwar einen Weg in die Zukunft und Raum für neue Ideen zu Design und Treibstoffen bieten, doch auch nach Zitat von Bernd Harnisch, Vorstandsvorsitzender des Instituts CA&D, ist ein Holzauto aber nur eine Zukunftsvision. Denn die Produktionskosten für ein Modell belaufen sich auf etwa 100.000 Euro. Deshalb wird wohl auch dieses für das Zukunftsauto gehaltene Fahrzeug wie viele andere vor ihm in der Schublade landen. Experten haben herausgefunden, dass diverse Isolationsmaterialien gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Professor Dr. Jan-Olaf Gebers, Chefarzt am Pathologischen Institut des Kantonsspitals Luzern, meint, Asbest herauszureißen und an dessen Stelle mit Glas- oder Steinwolle zu isolieren, bedeutet, den Teufel mit dem Belzebub auszutauschen. In der heutigen Zeit gibt es viele Produkte, welche für Dämmung verwendet werden können. Oft sind es Produkte, welche in der Herstellung teuer sind, einen großen Energieaufwand in der Produktion benötigen und Gesundheitsschäden mit Langzeitfolgen hervorbringen. Deshalb empfiehlt Huber Fritz, Spezialist für Holzbauten, eine saubere Isolierung aus einem natürlichen Rohstoff. Die Rede ist von Holz. Holzspäne beispielsweise haben einen guten Wärmeleitwert. Ausgangsbasis sind die in großer Menge verfügbaren Abfallspäne aus der Holzverarbeitung. Entscheiden Sie sich für natürliche, nachhaltige Rohstoffe und wählen Sie Holz. Im Boom.
In Griechenland verloren Tausende ihre Ersparnisse. Weltweit fallen die Kurse. Hinzu kommt die globale Erwärmung, die Experten auf der ganzen Welt nicht mehr schlafen lässt. Und in solch eine Wirtschaft soll man investieren? Ist das Risiko nicht viel zu groß, sein Geld in eine Welt zu verlieren, in der man den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr sieht? Der Wald ist nicht nur ein Ort der Entspannung und Ruhe. Nein, er ist auch eine lohnenswerte Anlage, wie Marquardt Kerstins von der Miller Forest Investments AG bestätigt. Vielen ist unbekannt, dass man mit Waldwirtschaft sehr gute Renditen von 10-11% erzielen kann. Dass der Wald momentan sehr gefragt ist, weiß auch Revierförster Stefan Meyer, zu dessen Aufgaben unter anderem der Verkauf von Wald gehört. Vor 10 Jahren waren die Waldflächen kaum verkäuflich. Das ist heute eigentlich undenkbar. Wenn Waldflächen neu verkauft werden, sind sie sofort wieder weg, weil Wald momentan im Boom ist. Mit gutem Gewissen heizen. Mit Holz kann man in verschiedenen Arten heizen. Sei es im Einsatz von Stückholz, Schnitzelholz oder Pellet. Heizen mit Holz ist gut für die Umwelt und CO2-neutral, wenn man im gleichen Ausmaß Holz anpflanzt, wie man verheizt. Viele Vereine, Firmen und Ämter wollen vom fossilen Brennstoff nicht mehr abhängig sein und unterstützen dieses Produkt. Der Einfluss von Holz ist bei diesen Varianten sehr wichtig. Der Energielieferant IWB speist mittels eines enormen Holzschnitzelkessels Wärme in seinem Fernwärmenetz. Herr Michael Hering, diplomierter Haustechnikplaner Heizung, Mitarbeiter vom Ingenieurbüro Amstein und Walter Basel AG, sagt: Die Unabhängigkeit vom Atomkraftwerk ist ein großes Thema. Es gibt viele Varianten, um den fossilen Brennstoff auszuweichen. Holz ist und bleibt als nachwachsender Rohstoff nicht wegzudenken. Der Holzknüppel für die Handtasche. Alle Frauen in der heutigen Zeit tragen im Ausgang einen Pfefferspray in ihrer Handtasche, weil sie sich einfach nicht sicher fühlen. Eine Alternative, eigentlich schon alte Waffe für die Frau im Ausgang, ist der Holzknüppel für die Handtasche. Der Holzknüppel ist eine Waffe, welche schon lange effektiv von Polizisten und sonstigen Sicherheitsbeamten eingesetzt wird. Die Vorteile eines Holzknüppels sind: Er ist bei einem gewaltvollen Übergriff sehr effektiv, kann von jedermann eingesetzt werden und er ist mehrmals verwendbar. Es können auch Kurse besucht werden, in welchen gezeigt wird, wie ein Holzknüppel richtig verwendet wird, so dass auch beim Angreifer kein zu großen Schaden entsteht. Natürlich können auch Knüppel aus Gummi ersteigert werden und diese sind gleich wirksam wie ein Holzknüppel. Aber der Knüppel aus Holz sieht mit der Lackierung gleichzeitig auch noch edel aus. Holz, das ist Natur pur, warm und stark zugleich. Die Technik dahinter. Das Polymer Lignin ist zusammen mit Zellulose verantwortlich für dessen Stabilität. Mischt man Lignin mit Zellulose, Wachsen und Harzen, erhält man ein künstliches Holz auf Naturbasis. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Rezeptur ist entscheidend und die Temperatur muss genau stimmen. In einem aufwendigen Verfahren wird die Mischung erhitzt und dann in langen Strängen wieder abgekühlt. Millionen Tonnen Lignin fallen in der papierproduzierenden Industrie als Beiprodukt ab. Die Firma Tecnaro aus Ilsfeld macht daraus Arboform, ein Granulat für Spritzgussmaschinen. Zu unseren Kunden gehören bereits heute namhafte Automobilhersteller, aber auch andere Branchen wie die Spielwaren- oder Verpackungsindustrie interessieren sich für unseren Werkstoff, sagt Jürgen Pfitzer. Arboform ist mehr als ein Ersatzkunststoff. Es ist ein Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen und dabei voll kompostierbar. Wird Holz später durch Plastik ersetzt? Der Rohstoff verbrennt immer öfter in Kraftwerken und Heizungskesseln. Vom Staat werden andere umweltschonende Energiequellen kaum gefördert. Begründet wird das mit dem Klimaschutz. Darum ist um die Ressource bereits ein heftiger Kampf entbrannt. Die Verarbeitung des lebendigen Werkstoffs Holz wird immer
im Mittelpunkt stehen. Auch später wird Holz bei uns im Haushalt zu finden sein. So wird auch die Beliebtheit von Holz immer einen höheren Stellenwert haben. Mit Holz muss nachhaltig umgegangen werden, damit Sie auch später mit Freude die Holzgegenstände in Ihrem Wohnbereich bestaunen können. Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels und der knapper werdenden Ressource rückt Holz als nachwachsender und Kohlendioxid speichernder Rohstoff ins Visier der Gesellschaft. Schützen Sie die Umwelt. Generation Holz. Das Wettrennen um die Baukonstruktionen der Zukunft hat begonnen. Holz ist dabei, der Hightech-Stoff der Zukunft zu werden. Als Beispiel für imposante Holzgebäude steht am Wiener Zentralbahnhof mit 66 Metern der höchste Holzturm Europas. Nicht nur die extrem kurzen Bauzeiten, sondern auch die Ökologie und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des Baustoffes Holz sind die zukunftsweisenden Stärken. So Sigi Herzog, Bauleiter, Projektkoordinator. So ungewöhnlich ist er gar nicht, wenn man ihn international vergleicht. In Hamburg, Berlin oder Paris sind solche Überblicksmöglichkeiten über Großbaustellen mittlerweile Standard. Auch Professor, diplomierte Ingenieurin Ulrike Mansfeld: Architektur dient der Menschen. Man sollte sich diesem Potenzial als Planer stets bewusst sein. Eine schöne, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Was hat die Sonne für ein Problem mit Holz? Wie wir alle wissen, verändert Holz seine Farbe an der Sonne. Je nach Art des Holzes bleicht es aus, vergraut oder es wird gelber. Forscher haben bereits viele Behandlungsmethoden getestet, damit wir es nicht mehr nötig haben, das Holz mit einer Lasur oder einer Schutzfarbe zu bestreichen. Doch bisher wurde keine gute Lösung gefunden. Wir haben erfahren, dass anscheinend neue Möglichkeiten gesucht werden, um das Bleichen des Holzes zu unterbinden. Es wäre von Vorteil, wenn wir das Holz nicht mehr selber anstreichen müssten, um es zu schützen. Es müsste von Grund auf einen Sonnenschutz geben. Das Problem ist immer noch präsent und wird wohl noch länger ein Thema sein. Neue Ansätze, um bisherige Behandlungsmethoden zu verbessern, sind auf gutem Wege. So können wir hoffen, dass wir mit dem Besitz eines Gartenhakers oder Gartenstühlen bald keine zusätzlichen Arbeiten in unserer Freizeit haben. Wenn Holz von Grund auf gegen Sonne geschützt werden kann, haben wir mehr Freizeit. Umweltfreundliche Windräder aus Holz. Windkrafträder werden immer wie größer. Doch die bisherigen Windräder aus Stahl wird man in Zukunft nicht mehr transportieren können. In der deutschen Stadt Hannover haben Ingenieure das weltweit erste Windrad aus Holz hergestellt, welches ähnlich gut arbeitet wie bisherige Windräder aus Stahl. Das umweltfreundliche Windrad aus Holz der Firma Timber Tau ist 100 Meter hoch und hat einige Vorteile gegenüber den bisherigen Windrädern. Das Material Holz ist günstiger als Stahl, leichter zu transportieren, ein nachwachsender Rohstoff und stammt nach Aussage der Firma aus ökologischer Waldwirtschaft. Für die Fertigung des Windrades benötigt man laut Verena Meinen von der Firma Timber Tower 1000 Bäume. Der Firma Timber Tower ist die Nachhaltigkeit ein großes Anliegen. Der Holzturm ist ein Meilenstein auf dem Weg zu wirklich grünen Energie, sagt der Geschäftsführer Holger Giebel. Neben dem ökologischen Vorteil ist ein Windkraftrad aus Holz 5-mal billiger als herkömmliche Windkrafträder. Ein Grund mehr, um sich für natürliche Energie einzusetzen. Die Behandlung von Holz mit Öl. Der Parkettboden in meinem Haus wölbt sich, schreibt Miss Coast im Yahoo Clever Forum. Das Problem liegt beim Werkstoff Holz, welcher bei Feuchtigkeit extrem empfindlich ist. Das Resultat ist das Aufquellen und Verziehen der Bauelemente. Nun denn, die Wissenschaftler haben getüftelt und die Hitzebehandlung mit Öl entwickelt, welche das Holz stundenlang im Ölbad schwimmen lässt. Das Ergebnis ist eine stark verringerte Feuchtigkeitsaufnahme sowie die Resistenz gegen Schädlingsbefall. Mit dem einzigen Nachteil, dass das Holz
durch diese Art spröde wird und weniger belastbar ist. Etabliert sich diese Methode, kann Miss Coast den Parkettboden ohne Bedenken wegen der Feuchtigkeit aufsetzen. Littering. Die Lösung kommt aus dem Wald. Oft werden Kunststoffabfälle einfach in den Wald oder in Flüssen entsorgt. Das Problem dabei ist, dass normaler Kunststoff nicht verrottet und somit eine Gefahr für Tiere und Pflanzen im Wald darstellt. Allein im Meer schwimmen über 600.000 Tonnen an Plastikmüll und es wird immer mehr. Doch nun haben zwei schwäbische Erfinder eine mögliche Lösung für das Problem. Sie haben einen Weg gefunden, Holz in einen formbaren Zustand zu bringen, also eine Art Plastik herzustellen. Dieser holzige Kunststoff ist biologisch abbaubar. Der Gewinner des Europäischen Erfinderpreises 2010 und Erfinder des Holzkunststoffs Arboform, Jürgen Fitzer, sagt: Arboform besteht aus 100% nachwachsenden Rohstoffen und kann sich immer wieder erneuern. Ist Holz zu futuristisch? Studenten des Instituts für Computer, Art und Design in Halle haben das Auto der Zukunft entwickelt. Das Nios Hydrokultur ist aus 90% Holz geschaffen. Durch das überaus futuristische Design der Karosserie und des Innenraums hebt sich das Kunstwerk auf 4 Rädern deutlich von seinen Konkurrenten ab und wäre auf jeder Straße ein Hingucker. Ein 4-Räder, der fast ausschließlich aus Holz besteht, weist den Weg in die Zukunft und dient als neue Inspiration für Autodesigner. Das 400 Kilogramm Auto bleibt laut Bernd Hanisch, Vorstandsvorsitzender des Instituts CA&T, aber nur eine Zukunftsvision, denn die Gesellschaft sei noch nicht bereit für diese Menge an Innovation.